Dann möchte ich mit dir diese Wörter lesen. Und dann musst du sie zum richtigen Tier legen. Genau. Welches möchtest du zuerst? Das hier. Also, was könnte das sein? Wenn du es weißt, kannst du auch auf das Tierbild gehen. Mit beginnt es. Ah, hast du wieder gelöscht? Ah, du weißt es schon. Ja. Ziege. Ziege, super, sehr gut. Genau, dann legen wir das zu Ziege. Das ist ganz klar, wenn man Einschränkungen hat, ist man froh, selbstständig zu bleiben. Also ein Rollator kann beim Gehen helfen, eine begehbare Dusche oder eine befahrbare Dusche ohne Hindernisse bedeutet für viele Leute, Selbstständigkeit zu erhalten, ohne dauernd auf fremde Hilfe angewiesen zu sein. Selbstständigkeit ist heute groß geschrieben. Wir sind uns alle gewöhnt, dass wir über uns selber bestimmen können. Wenn man dann plötzlich nicht mehr weit gehen kann, ist es natürlich von Vorteil, wenn jemand eine Hilfe hat, wie ein Scooter, ein Elektromobil, Elektrorollstuhl oder sogar auch ein Autoumbau in Erwägung zieht, damit er auch zum Beispiel ohne Fußbedienung ein Auto fahren kann. Hilfsmittel sind für Menschen mit einer Behinderung sehr wichtig. Sie ermöglichen Menschen mit einer Behinderung ganz einfache Sachen zu tätigen, wie sich fortzubewegen, zu kommunizieren oder mit einem Computer zu arbeiten. Also in der Exma-Vision haben wir die Vision, dass die Leute hier sich umfangreich beraten lassen können über die zahlreichen Möglichkeiten, die es gibt heute im Bereich Hilfsmittel, im Bereich hindernisfreies oder altergerechtes Wohnen. Die Ausstellung soll erzielen, dass jeder, der sich mit Hilfsmitteln oder hindernisfreiem Wohnen befassen muss oder will, dass er sich hier ganz in Ruhe umschauen kann und möglichst viele Fragen beantwortet hat, wieso, weshalb. Wir machen dann auch Beratungen in Bezug auf Finanzierungen. Wir haben über 100 Fachhändler, die hier ihre Produkte ausstellen, damit die Leute sich einen großen Überblick machen können. Es werden verschiedene Bereiche abgedeckt, zum einen Mobilität, Gehhilfen, Rollstühle, dann auch ein großer Sanitärbereich, Wohneinrichtungen und Kommunikation oder Zugang zum Computer. Menschen zu helfen, die nicht sprechen können, ist sehr wichtig. Sich zu überlegen, wie kann man diese unterstützen, was kann man denen für Hilfsmittel in die Hände geben, damit sie sich besser ausdrücken können. Die unterstützte Kommunikation hat verschiedene Disziplinen. Das sind einerseits zum Beispiel Handzeichen oder Gebärden, wie man sie von gehörlosen Menschen kennt. Auf der anderen Seite gibt es die sogenannten nicht elektronischen Hilfsmittel. Das sind Symbole oder Schriften. Und dann gibt es die elektronischen Hilfsmittel. Das sind in der Regel Computer, die einem ermöglichen, zu sprechen. Das stimmt. Hä? Jetzt nehmen wir das nächste Wort. Das tut. Was könnte das sein? Pferd. Pferd, hey, super. Sehr gut. Wenn man das Beispiel jetzt von Carina anschaut, sieht man gut, dass sie ohne ein solches Hilfsmittel kaum die Möglichkeit hätte zu schreiben oder auch das Lesen lernen wäre sehr erschwert oder rein einfach das Ausdrücken, was sie jetzt gerne möchte. Man sieht im Beitrag, wie sie ganz normal zu lesen und zu schreiben beginnt, ihre Gedanken frei äußern kann und man kann sich gut vorstellen, dass sie später vielleicht auch eine berufliche Tätigkeit ausüben werden kann, was ohne Hilfsmittel praktisch nicht vorstellbar wäre.